Jo, servus Leute. Ich hoffe, euch geht's soweit gut. Ihr seid alle gesund. Wir haben ja gerade momentan ein bisschen Krise. Und ich hoffe auch, dass ihr alle schön brav zu Hause bleibt, damit wir das relativ zügig überstehen, den ganzen Quatsch. Ja, aber was gibt's Schöneres, wie wenn man zu Hause rumhockt, wie irgendwelchen neuen Kram auszuprobieren, vor allem Archery-Kram. Und das möchte ich jetzt einfach mit euch machen. Ich habe hier so ein neues Shooting-Analyse-System von Mantis Archery, beziehungsweise Mantis allgemein, die machen das auch für irgendwelche anderen Sachen, Gewehre, Pistolen, was weiß ich, was nicht alles. So ein Analyse-System hier gekriegt. Das Ganze heißt dann X8 Archery von Mantis. Ob das was taugt oder was das kann, ich weiß es noch nicht, ich habe es noch nicht ausgepackt. Das mache ich jetzt mit euch zusammen. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze funktioniert und ob das überhaupt was taugt. Wir werden sehen. Also, dann packen wir jetzt einfach mal aus und dann schauen wir, was da so los ist mit dem Ding. Ja, also an und für sich sieht es ja schon mal recht nett aus. Hinten ein paar Bildchen drauf mit einer Download-App, die du im Store kriegst für. Auf jeden Fall Apple und Android, das ist schon mal gut. Viele Sachen gibt es ja leider immer nur für das eine oder das andere System. Hier ist schon mal so weit mitgedacht. Ja, dann gucken wir mal. Irgendwie aufschneiden müssen wir nichts. Yep. Einfach nur aufschieben. Finde ich gut, braucht man keinen Kram dafür. Nette Box. Brauchen wir oder brauchen wir nicht. Dann haben wir hier ein Quick Start Guide. Da steht dann einfach drauf, so wie ich das jetzt hier so sehe. Ja, einfach das Step by Step, was man machen muss, um das Ganze zum Laufen zu bringen. Und ja, wenn man Hilfe braucht, noch die ganzen Adressen, wo man sich dran zu wenden hat. So, dann würde ich mal sagen, ist das das Teil? Das sieht ja schon mal echt neckisch aus, muss ich sagen. In so einer Kunstlederbox oder was auch immer das ist. Ja, ist irgend so ein Kunstleder. Mit schönen Aufdruck drauf. Doch, das ist schon mal schick. Dann hier mit Reißverschluss. Gefällt mir. Ui. Oh yeah, Aufkleber. Das ist voll mein Ding. Auf so Kleinkram stehe ich ja total, wer mich kennt. Also, wir haben hier einen Aufkleber drin. Dann ein Putztuch oder sowas. Schauen wir gleich mal rein, was das sein soll. Wenn es aufgeht. Raus mit euch. Also ja, genau. Also wir haben hier ein Putztuch. Dann irgend so ein Gebilde aus Kunststoff mit doppelseitigem Klebeband hinten drauf. Was das jetzt genau ist. Keine Ahnung, werden wir sehen. Ich denke mal fast, dass das irgendwie dann die Befestigung sein wird, wegen dem doppelseitigen Klebeband vor allem. Ja, genau, das ist die Rail, wo das dann drauf kommt. Da ist dann nochmal, ah, genau, die Instructions, was man machen soll. Alles klar, also das dauert ein bisschen länger. Man soll das für 24 Stunden kleben lassen auf diesem doppelseitigen Klebeband, oder das wird irgendwas anderes sein, wenn man so lange warten muss. Damit es wohl richtig fest ist, dann wird hier dieser Reiniger, worauf der hier drauf steht, der da dabei sein soll. Ja, genau, das ist so ein Alkoholpad. Wahrscheinlich hier so Isopropanol oder irgendwie sowas zum Reinigen einfach, damit es fettfrei ist. So, was haben wir noch in dem Beutelchen? Ladekabel, der Klassiker einfach. Da hat man ja Millionen mittlerweile zu Hause wahrscheinlich. So, und das ist es wohl. Das Gerät. Das kommt dann wohl an den Bogen. Beziehungsweise auf dieses Teil drauf geklipst, vermute ich mal. Irgendwie, ja, genau so rum. Dann kann man das so da drauf zippern. Dann ist das am Bogen dran. Wenn ich mit meinen Griffel das hinbekomme. Oder auch andersrum.
Egal, das schauen wir uns nachher an, wie das genau funktioniert. Vielleicht ist es auch von der Seite. Ah, das kann auch sein. Hier ist ein Clip. Das gucken wir uns gleich an, wie das funktioniert. Oh, das war hier alles. Was haben wir noch? Ein Welcome-Schildchen. Gut, beschreibungstechnisch ist da jetzt so nicht viel dabei. Hier hinten stand noch irgendwas. Ja, nur dieser Quick Start Guide. Gut, der Rest wird dann wohl über die App funktionieren. Dann würde ich sagen, montieren wir mal das ganze Gerödel. Laden uns die App runter und dann schauen wir mal, was hier so mit dem Teil los ist. Dann bis später, ne?